sondern gibt es drei Möglichkeiten, wie sich ein Mensch selbst verändert. Die erste heißt Zusammenbruch, Krise, Ende. So, also Burnout, ganze Zeit die Rolle gespielt, dann irgendwann gegen die Wand geklatscht. 99% der Leute, denen das passiert, rappeln sich wieder auf und machen so weiter wie bisher. Aber ab und zu ist mal einer dabei, der bei diesem Zusammenbruch irgendwie wieder mit dem in Kontakt kommt, was du da sagst, nämlich mit diesen inneren lebendigen Anteilen, die er die ganze Zeit zugekippt hat. Und der macht anders weiter. Der passt aber jetzt auch nicht mehr in die Welt. Wenn das ein Unternehmer war, der wird dann nicht wieder in das Unternehmen gehen. Die Frau und die Kinder, die Familie, die Freunde, ist alles, und die machen dann einen ganz anderen Weg. Man kennt solche Lebensgeschichten, manchmal trifft man sogar so einen Menschen, aber extrem selten. Das kann ich auch keinem, das kann kein Ziel sein, so wie du sagst, so viel Zeit haben wir gar nicht, zu warten, bis die alle gegen die Wand geklatscht sind. Und dann 10-mal gegen die Wand müssen, bevor sie endlich begreifen, dass das so nicht geht. Die zweite Variante gefällt mir besser, aber die dauert auch zu lange. Das sind Sternstunden. Ein Moment, wo du plötzlich in Berührung mit diesem inneren Anteilen kommst, die du die ganze Zeit unterdrückt, abgespalten, eingewickelt und weggehemmt hast. So, dann bist du irgendwo und siehst in der Natur einen Baum und dann fällst du auf die Knie und du brichst in Tränen aus. Oder liest ein Buch oder bist im Kino. Also manchmal passiert es im Theater, in Musik geht auch. Und am häufigsten ist es eben doch, dass man irgendeinen Menschen trifft, wo man plötzlich merkt, hey, das ist ja Wahnsinn, was ich da plötzlich machen kann, dass ich plötzlich wieder Zugang kriege. Ich muss mich gar nicht mehr schützen. Ich muss nicht mehr funktionieren. Ich darf endlich mal mich mit meinen eigenen lebendigen Bedürfnissen verbinden. Das passiert manchmal, Sternstunden. Aber auch hier ist es bei vielen so, dass die sich anschließend schütteln und sagen, okay, jetzt geht's Leben weiter. Und dann gibt es diesen anderen Weg, den ich jetzt im Augenblick eigentlich unglaublich, je länger ich drüber rede und auch darüber nachdenke, immer spannender finde. Man kann auch jemanden einladen, ein kleines bisschen liebevoller als bisher zu sich selbst zu sein. Und das ist ein ganz verrückter Ansatz. Weil das ist nicht so schwer. Also erstens ist es nicht was Kognitives. So. Wenn ich sagen würde, du, Selbstliebe ist wichtig, wir müssten alle Selbstliebe lernen, hätten wir sofort eine Diskussion, was Selbstliebe ist. Nee, du könntest ein kleines bisschen liebevoller zu dir selbst sein, dann kann der nur sagen, mache ich oder mache ich nicht. Und er kann es ja mal ausprobieren. Und das kann er ganz, jeder kann das an irgendeiner Stelle ausprobieren. Ein kleines bisschen liebevoller. Das machen, was ihm gut tut und nicht das, was ihm dauernd schlecht tut. Beim Essen, beim Fernsehgucken, im Internet surfen, was weiß ich wo. Ja? Und dann fängt er irgendwo an und dann passiert ein Wunder hirntechnisch. Der erlebt sich wieder als Gestalter. Der wird zum Subjekt, weil er plötzlich merkt, hey, das bin ja ich. Ich habe mir jetzt diesen wunderbaren Abend geschenkt, indem ich diesen scheiß Krimi mir nicht angeguckt habe. Oder diese bescheuerte Diskussionssendung hier über Corona und wen auch immer. So, und auf einmal wird das ein Mensch, der sich wieder mit seiner eigenen Lebendigkeit verbindet. Und dann kriegt er wieder Zugang zu seinem Körper, zu seinen Signalen aus dem eigenen Körper. Er spürt sich wieder. Das ist fast wie eine Wiederbelebung. Und ich kenne also eine Reihe von Menschen, die das ausprobiert haben, die sagen, dass ich bin wie eine Verwandlung. Aber die verwandelt sich selbst. Das, was man von außen machen kann, ist nur einladen, ermutigen, inspirieren. Für alle, die das interessiert, wir haben jetzt aus der Akademie so eine Webseite gebaut, die heißt liebevoll.jetzt. www.liebevoll.jetzt. Und die ist erst seit einer Woche oder höchstens 2 Wochen im Netz. Und da haben sich inzwischen über 1000 Leute dort eingetragen mit Bild und sagen, wunderbar, mache ich mit. Und da gibt es gar nichts dafür. Weder kann man da Mitglied werden, noch kann man da, sondern das sind einfach aus innerer Überzeugung, wollen die zu den Menschen gehören, die sagen, ich mache diesen Zirkus jetzt nicht weiter mit. Ich will nicht länger funktionieren. Ich will versuchen, so gut es geht, liebevoll mit mir selbst umzugehen. Und in meiner Nachbarschaft, in meinem Freundeskreis will ich andere ermutigen, das auch zu tun. Und da kommen Menschen plötzlich in ihre eigene Kraft. Und aus der Kraft heraus können die was verschenken. Da müssen sie nicht immer zu was haben. Und das Tolle dabei ist, du musst nicht warten, bis alle anderen das auch machen. Kannst du sofort anfangen. Sofort sieht die Welt anders aus. Und du musst auch nicht reich sein oder Möglichkeiten dazu haben. Das kann sogar ein Häftling im Knast.
Und der kann sich auch entscheiden, ob er weiter mit dem Kopf gegen die Wand rennen will, bis alles blutig ist, oder ob er sich aufs Bett setzt und sich mal überlegt, was er tun kann, was ihm selbst gut tut, liebevoll zu sich selbst zu sein. Und dann gewinnt der Mensch innerhalb des Gefängnisses, in dem wir alle leben, das ist ja dieser Rahmen, wie wir funktionieren müssen, gewinnt der Einzelne dadurch, dass er liebevoll zu sich selbst ist, plötzlich Freiheit. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Und das wäre, John, die Antwort. Lass uns gegenseitig einladen, einfach ein kleines bisschen liebevoller zu uns selbst zu sein.